Okay, bin gut. Hallo, was machen Sachen? Ja, die Lola scheint sich auch sehr fürs dazu interessieren, wenn ich hier auf dem Boden sitze und was erzähle. Was tust du? Okay, du willst spielen. Ich glaube, der Lola gefällt das, wenn ich mich auf den Boden setze und was erzähle. Die sieht man bestimmt jetzt öfters. Knallkopf. Du Knallkopf. Bist du ein Knallkopf? Ja? Bist du das? Und ich dachte mir, ich nutze die Gelegenheit, weil sie gerade so schön wieder bei mir ist und ich das alles aufgebaut habe. Oder vielmehr, ich habe mein Handy an das Ringlicht gemacht, dass ich hier ein bisschen Beleuchtung habe, dass man mich auch sieht. Dachte ich, ich erzähle mir was über die Lola. Guckt sie euch an. Wie kann man dieses Gesicht nicht lieben? Ja, du bist eine feine Maus. Oh ja, du bist ein feiner. Ja, so ein lieber Hund. Und all die Geschichte, wie wir sie ja, gefunden haben, kennengelernt haben, ist halt auch eigentlich eine recht schöne Geschichte. Wir sind halt vor Pi mal Daumen 2 Jahren in eine neue Wohnung gezogen. Halt sprich aus der alten raus, in eine neue rein. Das ist, was man halt so macht, wenn man umzieht. Und hatten halt keinen Hund und keine Katze und so weiter. Und wir waren es halt gewohnt, wir hatten eigentlich immer einen Hund zu Hause. Katze jetzt weniger, aber ich und meine Mom hatten halt immer zu Hause mindestens einen Hund. Wenn nicht sogar mehrere. Ja, und dann hat mir halt gefehlt, einen Hund zu haben. Mein Bruder hatte sich in der Zwischenzeit eine Katze geholt, die Glettini. Die hat auch bestimmt ein oder andere gesehen. Eine sehr interessante Katze. Vielleicht kommt zu ihr auch noch mal ein Video. Auf jeden Fall eine sehr gemütliche Katze. Wenn sie orange wäre, wäre sie Garfield. Sehr, sehr entspanntes Tier an für sich. Also die hat auch mehr geschlafen wie sonst was. Spielen war jetzt auch nicht so ihr. So 2 Minuten und dann meistens ich liege oder sitze und schlag nach irgendwas. Das war dann Spielen für Glettini. Die ist auch nicht ohne Grund Glettini. Hat sie auch sehr gern gegessen. Deswegen muss immer an Garfield denken. Eine, ja doch, sehr kräftige, also war jetzt nicht komplett dick, sie war schon kräftiger gebaut, hat halt auch gut gegessen und war nicht sehr fleißig, war sehr faul. Und ich sagte, okay, aber ist jetzt immer noch nicht so das Wahre, aber ich sag, war ja immer ein Hund gewohnt und dachte, ein Hund muss her. Aber wo kriegt man jetzt in der Pandemie einen Hund her? Tierheime waren geschlossen zu der Zeit, also sind wir in eBay Kleinanzeigen und haben wir mal so geguckt, was ist denn so, hat jemand vielleicht einen Hund, den er nicht mehr halten kann oder hatte Welpen und will die loswerden, gibt dir immer mal wieder irgendwas, gibt immer wieder Situationen, wo man halt ja, einen Hund hat, den man halt nicht mehr versorgen kann oder versorgen möchte. Und dann haben wir geguckt, vielleicht finden wir was. Und dann sind wir über einen Verein, der halt Straßenhunde aufnimmt, auf die gute Lola gestoßen. Die hatte in eBay Kleinanzeigen ein Bild von ihr drin und gesagt, haben drüber gesprochen und sagen, oh, ist die süß. Die hat auch wirklich diesen, ja, guckt sie euch doch an. Wie kann man diesen Blick Nein sagen? Können diese Augen lügen? Dann haben wir gesagt, okay, wir schauen uns das mal an, wir unterhalten uns, haben auch viel Kontakt mit ihnen ausgetauscht, wo sie die Hunde her haben, wie das aussieht und so weiter. Also bei diesem Verein war es halt, sie haben Straßenhunde aufgenommen oder halt auch generell Hunde aus schlechten Haushalten, in dem Fall aus Tschechien. Primär ging es halt tatsächlich um, dass sie halt die Straßenhunde aus Tschechien holen und halt die in Pflegefamilien unterbringen, halt erstmal medizinisch versorgen und dann halt ja, über eBay Kleinanzeigen und andere ähnliche Seiten halt an neue Zuhause, also zu neuen Zuhause zu bringen. Und dann haben wir gesagt, okay, an für sich ja schon mal eine coole Sache. Und wir wollen ja einen Hund. Und die super süße Lola ist ja auch noch da. Und gesagt, okay, wir hatten auch ein gutes Gefühl dabei. Wie gesagt, wir hatten schon ein bisschen was ausgetauscht, ein bisschen mit den Gesprächen, auch ein Gefühl dabei. Sagt, das ist doch eigentlich ein netter Verein, den kann man mal, ja, kann man mal machen. Ich flink euch auch unten nochmal ein bisschen mehr Infos zu dem Verein an sich. Ja, und haben gesagt, okay, es war so ausgemacht, da ja, ja Pandemie und so, Regeln und so weiter, war ausgemacht, okay, da und da sind Plätze, da fahren wir hin mit unserem Transporter, wo die Hunde drin sind und verteilen die dann da vor Ort. Und ihr kriegt dann halt, ihr übergibt das Geld und ihr kriegt halt Papiere für Hunde und so weiter. Also Hunde sind geimpft, Hunde sind gechippt, Hunde sind halt erstmedizinisch versorgt, sprich das Gröbste ist behandelt worden. Hier und da gibt es halt immer noch Problemchen. Bei der Lola war es halt das Problem, sie hat halt Brustschmerzen, weil sie kaputte Rippen hatte. Ja, aber sonst halt weiter erstmal nichts Schlimmes. Alles das, was halt schon versorgt wurde. Und ja, dann haben wir sie geholt. Und es war so süß, wie wir sie als erstes Mal getroffen haben. Da kam halt die eine Dame zu uns, die sich halt mit um die Hunde gekümmert hat, mit der Lola auf dem Arm. Und sie war halt sehr ängstlich. Ein total ängstlicher Hund. Aber hat sie vor uns vor die Füße gesetzt
Lola guckt mich und meine Mutter an, setzt sich hin und sagt so, hier bleibe ich. Hat sich direkt instant gefreut und sagt, oh nein, das ist so süß. Es war halt wirklich so, ja, gesucht und gewunden. Lola gleich happy mit uns, wir happy mit Lola. Wir waren dann noch mal ein bisschen laufen. Und auch direkt war so ein kleiner, Hundepark, nenne ich es mal, so ein abgetrenntes Gebiet, wo halt, ja, ist ein Zaun, es sind ein paar Bäumchen, ein bisschen was zu trinken. Und da sind wir ein bisschen mit ihr gelaufen und sie hat auch gleich geguckt, ob wir auch alle beide mitkommen, rein und raus durch die Türe. Ja, und das hat einfach gepasst. Dann sind wir nach Hause gefahren. Sie hat gestunken wie ein Wallach. Ja, das weiß ich noch. Du hast immer in sein Ersthaus heim und musst den Hund baden, weil sie halt doch so widerlich gerochen hat. Lag aber auch daran, dass sie halt sehr viel Durchfall hatte, weil die liebe Lola verträgt viele Sachen nicht. Und das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht, weil es aber auch nicht so das Problem ist. Das hatten wir von unserem vorigen Hund von Balu gewusst. Der war auch so ein Kandidat. Ich fresse kein Getreide, sonst krieg ich Durchfall, muss ich kotzen. Sie ist ein bisschen schlimmer. Sie ist wirklich, sobald sie was Falsches frisst, hat sie Magenschmerzen ohne Ende und halt auch direkt Durchfall. Da müssen wir halt sehr aufpassen bei ihr. Aber alles, was halt, ja, wenn man sich dran gewöhnt, kein Problem ist. Wir haben auch super Hundefutter gefunden, was sie super verträgt. Dass sie auch super frisst. Also fressen ist generell kein Problem, sie frisst so gut wie alles. So ein kleiner Müllschlucker, was eigentlich auch mehr ein Problem ist, weil sobald irgendwas auf der Straße liegt, hat die Lolas. Wie so ein kleiner Staubsauger. Alles ist weg, alles ist meins. Was halt dadurch, dass sie ja nicht so viel verträgt, doch sehr problematisch ist. Und gerade dann, teilweise im Frühjahr und im Sommer haben wir ihr teilweise einen Maulkorb angezogen, dass sie halt die ganze Scheiße frisst, die sie findet. Gibt so ein paar Zeiten, so ein Zeitraum, weil einfach so viel auf der Straße liegt, wo man halt einfach sagt, entweder müssen wir dem Hund einen Maulkorb anziehen, dass sie halt nicht die ganzen Mist frisst. Sie findet es doof, aber lieber Maulkorb als kranken Hund. Ja, dann, wie sie auch dann bei uns war, war sie halt auch sehr, sehr schüchtern am Anfang, hat sich erstmal versteckt. Na, erst hat sie die Katze angepöbelt. Oder vielmehr, sie war sehr stürmisch zur Katze, wollte zur Katze hin, wollte schnuppern und so weiter. Katze fand das nicht so gut und weg war sie. Hat sich ja nach einer Woche komplett geregelt, dann hat Katze keinerlei Respekt mehr vor dem Hund und patsch. Wie hat Katzen so Sinn? Wenn du nicht das machst, was ich will, hau ich dich. War auch immer sehr lustig, weil Gladin ja halt wirklich erstmal Pfötchen hoch, so drohen. Wenn du dann nicht reagierst, dann schlage ich dich. Aber wirklich so eine Zeitlupe. Nicht wirklich schnell, sondern so, Ja, nicht zu viel bewegen. War immer sehr lustig, aber teilweise hat bei Lola schon gereicht, wenn sie das Pfötchen hebt und nur droht, ich hau dich jetzt. Ein kleiner Bulli. Ja, also die haben sich schon echt einig gehabt. Haben auch ein bisschen miteinander gespielt, sprich Katze rennt weg, Hund hinterher. Wenn Katze keinen Bock mehr hat, bleibt sie sitzen. Verwirrt den Hund. Steht dann da, hey, wieso rennst du nicht weiter? Sie bleibt einfach da sitzen. Oder dreht sich um und droht. Ja. Mittlerweile ist ja mein Bruder mitsamt der Katze nicht mehr bei uns. Der ist ja ausgezogen. Jetzt ist nur noch die Lola da. Wir sind am gucken, ob wir noch einen zweiten Hund dazu holen. Aber wie gesagt, momentan immer ein bisschen schwierig. Wir haben auch noch nichts gefunden, was wirklich passt. Wo wir auch ein gutes Gefühl hatten an den vorigen Besitzer. Das heißt, auch über Kleinanzeigen und so weiter gibt es halt auch viele Hunde, die halt einfach... Da hat man einfach kein gutes Gefühl, wo sie herkommen, was da los ist. Ich habe gesagt, wenn man kein gutes Gefühl dabei hat, dann lassen wir es lieber. Am Ende setzen wir uns halt selbst in die Scheiße oder unterstützen halt noch Leute, die man halt nicht unterstützen sollte. So Hundevermehrer und so weiter, weil da kennen wir leider aus Bekanntenkreis leider auch ein paar, die halt einfach Hunde vermehrt haben, um sie zu verkaufen, wo halt einfach nicht gut um die Hunde gekümmert wird. Das wird dann einfach, ja, es ist nicht mehr Zucht, weil es wird einfach vermehrt auf Biegen und Brechen. Hauptsache es werden mehr und ich werde sie irgendwie los. Und das wollen wir halt nicht unterstützen, deswegen, ja, müssen wir ein bisschen gucken. Weil ich hätte schon gern, dass die Lola einen Freund kriegt. Keinen Partner, mit dem sie spielen kann. Ist auch ein für sich, ist die Lola ein echt komplett entspannter Hund. Sie ist sehr faul. Sie ist wirklich, wir wollten spazieren gehen. Anfangs dachten wir, okay, sie hat halt Probleme mit der Brust, die hat halt diese schiefen Beine. Weißt du, ob man es gesehen hat? Die liebe Lola, sieht man's? Die hat halt, ja, so Ballerina-Füßchen. Die Beine sind schief, vorne und hinten. Wir wissen nicht genau, wie das passiert ist, ob das von Geburt an ist oder ob sie tatsächlich irgendwann mal die Beine gebrochen hat. Genauso wie ihre nicht vorhandene Rute. Komm, zeig dich mal von hinten. Wie so ein Corgi, ja, selbst ein Corgi hat ein bisschen mehr Schwanz, also bei ihr ist wirklich komplett glatt ab. Und das ist halt so ab, dass das halt, das war mit bösen, das ist halt passiert mit
Absicht, also da hat irgendjemand ihr die Route abgeschnitten, anders ist das nicht zu erklären. Weil selbst wenn der von Geburt an kleiner gewesen wäre, ihre Route wäre dann halt immer noch ein Stümpfchen oder sonst was da, aber das ist ja wirklich glatt ab. Da gehen wir von aus. Da hat da jemand die abgeschnitten oder wurde abgebissen, als Welpe. Wir wissen es halt leider nicht. Aber sie kommt wunderbar mit klar. Ab und zu reißt sie mal ein bisschen was mit ihrem Bobbes um, weil sie halt so lang ist. Bei ihr ist halt ein Deckel drin, sie ist halt ein bisschen kürzer und ein bisschen länger. Und er versteht noch nicht, wie lang sie ist und schmeißt alles mit dem Bobbes was um. Sie twerkt alles um. Gerade wenn auf dem Boden Flaschen stehen, die fallen dann doch gern mal um. Ja, kleiner Tollpatsch. Ansonsten halt sehr entspannt. Spielen will sie auch nicht besonders lange, so 5 Minuten ein bisschen rennen, dann ist sie auch müde, dann legt sie sich hin und das war's dann. Ist komplett glücklich und mit sich zufrieden und schläft. Schläft dann erstmal 2 Stunden, bis sie dann wieder spielen kann. Auch beim Spaziergehen, da merkt man richtig, ich habe jetzt auch nicht so viel Lust drauf. Wir gehen raus, was weiß ich, nach 10 Minuten will sie eigentlich schon wieder nach Hause. Wir waren jetzt auf dem bisschen Wiese, das bei uns ist. Bisschen weiter weg wäre noch mehr Wiese, aber hier vorne das bisschen Wiese, das reicht mir ja. Da mache ich hin, dann gehen wir wieder nach Hause. Und das war dann spazieren gehen, dann hat sie auch keine Lust mehr. Was ich halt eigentlich ein bisschen schade finde, weil eigentlich laufe ich gerne. Ich bin gern spazieren gegangen. Ich habe früher mit einem Terrier gelaufen. Ja, so ein Hund ohne halt Wissen, dass man irgendwie auch mal müde sein kann. So, teilweise sind wir da halt 2, 3 bis 8 Stunden einfach, gerade in den Ferien, wo ich halt tatsächlich noch in der Schule war, 8 Stunden irgendwo rumgelaufen und der Hund war nicht müde zu kriegen. Wir sind gerannt, wir sind getobt und dann eine Art und ja, wie schon nach Hause. Wir haben noch Zeit. Ist doch noch hell. Kann doch noch weiter rennen. Mit der Lola kann man das nicht machen. Nach 10 Minuten, spätestens nach einer Viertelstunde, hat sie eigentlich schon keinen Bock mehr. Dann fängt sie an zu trödeln, setzt sich hin und will eigentlich wieder in die andere Richtung zurück, nach Hause. Ja, das fehlt mir so ein bisschen, dieses Laufen. Dann laufe ich halt alleine. Und dann ist sie beleidigt, dass sie nicht mitkommt. Aber sie will auch nicht so weit laufen. Das ist aber schwierig. Was wir früher immer gern gemacht haben, war mit Balu, dass wir einfach um Schotten der Stausee laufen, weil es ist schon eine gute Runde. Laufen halt 2-mal rundherum, dann gibt es halt mal an der Würstchenbude ein Würstchen und dann fahren wir wieder nach Hause. Super Hund, super Hund für den Tag. Super Tag für den Hund, für uns auch, war sehr entspannt. Das alles können wir mit Lola nicht machen. Die hat einfach, und wir müssen einen Bollerwagen mitnehmen oder so, dass wir sie reinsetzen können. Wir laufen so ein Stück oder setzen wir den Hund in den Bollerwagen, dass sie dabei ist, aber sie nicht laufen muss. Ich glaube, das wird ihr gefallen. Ich glaube, das wird sie sogar mitmachen. Mal gucken. Ja, war ein bisschen tragisch, dass sie halt nicht so laufen will. Aber auch nicht so verkehrt, weil wie ich und meine Mom beide gearbeitet haben, zum Glück immer versetzte Schichten, da war sie aber trotzdem alleine und in der Zeit schläft sie halt einfach. So heimgekommen, komplett entspannt, heimgekommen, erstmal gespielt, okay, jetzt haben wir gespielt für 10 Minuten, jetzt legen wir hin und schlafen, setzen wir beide auf der Couch und erholen uns. Ja, was das angeht, ist sie halt echt super entspannt. Ihr macht es auch nichts aus, wenn sie alleine ist, sie jault nicht, sie quiekt nicht, sie quengelt nicht. Ich glaube, sie schläft dann halt einfach. Von ihr hörst du dann und siehst du nichts. Die liegt dann irgendwo und schläft, bis wir wieder da sind. Genau. Ja. Aber trotzdem, ich hätte halt schon gern, dass sie einen zweiten Hund haben. Vielleicht kriegen wir über Bekannten noch einen zweiten Hund oder so. Oder vielleicht finden wir ja demnächst einen zweiten Hund. Wäre schon schön. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nö, ich glaube nicht. Ja, ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen. Ihr habt die süße Lola gesehen. Ein paar Mal. Ich glaube, die wird auch öfter jetzt mal vor Kamera auftauchen. Ich finde es echt lustig, dass ich hier auf dem Boden sitze und was erzähle. Ich finde es auch sehr entspannt, hier auf dem Boden zu sitzen und was zu erzählen. Und ja, dann danke fürs Zuhören. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Oder hören uns zumindest. Weiß ich noch nicht. Mal gucken, was so geht.